Leute, willkommen zur 51. Woche von Top 5 Clips of the Week. Ich habe heute noch eine Kleinigkeit zu sagen, und zwar kam ja Pete's Top 5 vor, irgendwie so 2 Stunden online, und er hatte mir gestern Abend noch geschrieben, wen er in der Liste hat, um halt Doppelungen zu vermeiden. Ja, er hat geschrieben, Casey ist bei ihm auf Platz 1, und mir hat Casey tatsächlich 2 Clips eingesendet, deswegen wusste ich jetzt nicht, welchen er hat, und ich habe genau den jetzt genommen, den er bei sich auch im Platz 1 drin hatte. Bei mir ist er aber nur Platz 3. Auf jeden Fall sorry für die Doppelung, kommt nicht mehr vor. Wir probieren ab und zu, oder ich versuche jetzt ab und zu ihm zu schreiben, was genau das für ein Clip ist, damit sowas eben, wie gesagt, nicht mehr vorkommt. Und ansonsten ist es auf jeden Fall eine sehr frische Woche. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen, und los geht's. Auf dem 5. Platz haben wir heute Kultix, und der hat es hier ins Hive DM geschafft, spielt jetzt auf Harmony, und hier sind 3 Leute am Kämpfen. Einer bekommt erstmal einen Hit, den setzt er ins Feuer, bekommt dann nochmal 2 Hits auf ihn und tötet ihn damit auch schon direkt. Erstmal schön gecleant, den cleant er einfach auch noch mit. Und der dritte verbrennt. Alles klar, ordentlich Punkte gemacht. 600, 600 und 250. Kann man mal so machen. Ja, wir machen weiter mit Platz Nummer 4. Hier haben wir Sweet Thicky, glaube ich. Ja, stimmt schon. Ich muss jetzt erstmal nachgucken. Alles klar. Auch der hat es ins Hive-DM geschafft und spielt auf Abandoned Pit. Hat einen zweiten gegen sich, die ungefähr gleich 16 mit ihm. Also einer hat auf jeden Fall 7 Armbars. Den anderen sehe ich gerade nicht wirklich. Der hat 6,5. Und wird jetzt hier gerade auch von ihm runtergeboxt. Hat ein bisschen Fallschaden bekommen. Und der gute Pizza-Burger. Ich weiß gar nicht mehr, wer das richtig ist, aber Chia war mit dem aufgenommen, deswegen weiß ich auch, dass er eigentlich ein paar Punkte gedroppt hätte, aber ihr werdet gleich sehen, was passiert, ich will nicht spoilern. Der hat ihn jetzt erstmal hier mit dem Bogen auf ein halbes Herz runtergeschossen, hat jetzt allerdings keine Pfeile mehr, deswegen wollen beide hoch. Einen rottet er runter und den anderen direkt hinterher, der wollte sich noch mit dem Cobweb retten, allerdings verbrennt er natürlich trotzdem. Er bekommt für beide die Punkte nicht, aber trotzdem nicer Takeout, und wir machen weiter mit der Nummer 3. Wir haben hier, ich muss schon wieder nachgucken, Alter, ich bin dumm, wir haben Casey auf Platz Nummer 3, der spielt auf SG7 und hat hier gerade einen Gegner getötet. Keine Herzen verloren, hinter ihm kommt ein anderer Gegner, er setzt den erstmal schön ins FNS, hinten dran sind noch 2 andere, denn das Ganze ist ein Dreier-Team. Ja, er setzt leider sehr, sehr, sehr viele Secondaries, die nicht wirklich was bringen, hier bekommt er einen ins Korb, was ist FNS, aber dann sollte, weiß ich auch nicht so wirklich. Da setzt er nochmal ein Cover, was auch nicht so wirklich viel bringt, genauso wie das FNS hier. Keine Ahnung, er setzt auf jeden Fall sehr viel und trifft damit sehr wenig, deswegen ist es nicht so weit vorne gelandet. Ein anderer Grund kommt später noch. Auf jeden Fall ist jetzt einfach in die Gegner reingerannt und hat damit einen sogar bekommen, der nochmal 1000 Punkte droppt. Ist auf jeden Fall eine ordentliche Punktefolge heute, kann man das so sagen. Eine ordentliche Punktefolge, sagen wir es einfach so. Naja, auf jeden Fall ist er jetzt hier im Deathmatch gegen die anderen 2 aus dem Team. Die chillen hier noch so ein bisschen hinter dem Wasserfall. Er bekommt aber mal 1 Schuss auf den, 2 Schüsse und 3 Schüsse. Dann ist er schon mal ordentlich low. Er bekommt auf den anderen vom Team auch nochmal 1 Schuss. Und will sich dann jetzt auf den anderen hier fokussieren mit dem Goldhelm. Und setzt sich erstmal selber ins Cowboy. Kann man mal machen, während man gegen ein Dreierteam kämpft. Mache ich auch immer jeden Tag. Alles klar. Und er ist jetzt wieder relativ low. 1,5 Herzen. Schafft es aber noch, den Gegner oben auf diesem Podest quasi zu töten. Und hat hier ordentlich Glück, dass der Gegner leckt. Denn ja, somit kommt er noch davon. Ja, ich habe es kurz Speed reingemacht. Weil er rennt jetzt erst noch ein bisschen weg. Turnt ab und zu so mit dem Bogen und gibt ihm dann noch ein paar Hits. Man sieht schon, der Gegner leckt auf jeden Fall ordentlich. Und deswegen ist das quasi der zweite Grund, warum er nicht so weit vorkam, weil man sieht schon hier, der Gegner, der kann einfach nicht mehr wirklich was machen, von daher war er nicht mehr schwer zu töten. Trotzdem insgesamt ein nicer 3 für Takeout, und ich denke, trotzdem verdient er Platz 3. Ja, aber besser war der Clip auf Nummer 2. Hier haben wir Live-PvP, und der hat ein Zweier-Team vor sich. Ich weiß nicht, ob es ein Dreier-Team ist, denn ihr seht gleich von hinten, ja, hier, Ludwig Plays ankommen. Ich weiß nicht, ob die geteamt haben, sie hitten sich irgendwie nicht wirklich, keine Ahnung. Auf jeden Fall geht er jetzt erstmal auf Ludwig Plays drauf, gibt ihm einen Hit, die anderen 2 kommen auch an. Er weiß nicht wirklich wohin, rennt deswegen jetzt einfach rein, boxt irgendwie alle Leute mal mit, bekommt einen, bekommt 2, ist auf einem halben Herz und bekommt Ludwig auch noch. Und er war auf 1,5 Herz, nicht auf einem halben. Alter, was ist heute mit mir los? Keine Ahnung, auf jeden Fall hat er auch wieder ordentlich Plus gemacht. Aber wir machen weiter mit Platz Nummer 1. Hier haben wir einen Radix mit wirklich einer mega krassen Runde. Sowas habe ich echt noch lange, habe ich lange nicht mehr gesehen. So eine komische Runde. Ihr habt gerade schon gesehen, er tötet einen One-Shot auf der Brücke, ist jetzt hier selbst, kämpft da, hat ein Standbild, der Gegner, ich weiß nicht, ob der hackt, er fällt so richtig knapp neben den Block, überlebt quasi so richtig knapp. Keine Ahnung, was das war, er schießt einfach nochmal hinterher und trifft schon wieder einen so über die Brücke mit so einem Longshot. Kann auf jeden Fall, das schon mal mega krass, aber das Deathmatch, das wird einfach noch komischer. Er macht hier Random Team mit einem, der halt hinter ihm ist mit so einem Dia-Schwert, der wird ein bisschen abgeschossen und er will ihn jetzt boosten und tötet ihn einfach mit dem Bogen. What the fuck war das denn? Wie kann man denn so low sein, dass man einen mit dem Bogen tötet? Den anderen hat er auf jeden Fall ins Korb gesetzt und der hat schon 1k Punkte. Was hier los, Digga? Was ist das? Alter!
What the fuck? Also ich kam da drauf echt nicht klar. Also die Runde, ne? Sowas habe ich echt selten gesehen. Das keine Ahnung, ist irgendwie alles komisch in der Runde. Auf jeden Fall hat er jetzt hier den anderen noch aus dem Team. Gegen den kann er jetzt nicht mehr so viel machen, weil er einfach in der Ecke hängt und er stirbt noch. Aber trotzdem, keine Ahnung, irgendwie eine mega komische Runde. Und ich denke mal, ein sehr cooler Clip. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Und ja, das war's eigentlich. Ciao.